So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise könnte man das schon wieder als eine Hot Challenge ansehen, denn ich habe ja ein Fanpaket bekommen von Amikosi und von der Tivinus, ne? Amikosi, also Tivinus hat mir Seife geschickt, die möchte ich jetzt bitte nicht essen, aber damit kann ich meine Hände mal waschen und die Chili-Soßen vom Amikosi sind ja in drei Schärfegrade aufgeteilt. Ich kann euch mal kurz zeigen, was ich jetzt nämlich testen möchte. Ich habe mir hier diese Biertaler, könnte man denken, beziehungsweise Jägerschnitten. Jägerschnitten heißt das ja auch manchmal. Gibt es ja zum Beispiel im Netto so einen Fünferpack für 2 Euro, sagen wir mal. Das ist jetzt im Rewe 2 Stück für 2,50. Finde ich schade, dass sie das nicht anders haben. Und hier haben wir jetzt Soßen, und zwar schöne Chili-Soßen, selbst gemacht vom Amikosi. Wir haben hier einmal mild und fruchtig. Wir haben hier einmal fruchtig scharf. Und wir haben hier einmal Knobi und Chili extra scharf. Jetzt bin ich mal gespannt, was die können. Wir stellen das mal wieder hier hin da. Ich pack euch mal hierher. Wir werden uns was abschneiden dann und werden gucken, wie das schmeckt. Wir fangen natürlich an mit mild und fruchtig. Ein bisschen rumschütteln. So. Dann mal aufmachen. Dann mal riechen. Riecht ein bisschen wie Schaschliksoße. Ich werde mir jetzt hier einfach von dem Fleisch mal was abschneiden. Das bröckelt alles einfach auseinander. Fleisch abschneiden. Mit dem Messer mal hier rein. Dann einfach mal probieren. Auf dem Fleisch. Zack. Ja, fällt alles ab. Mild und fruchtig. Merkt man jetzt an sich kaum Schärfe. Ja. Merkt trotzdem aber eine recht süßliche Note. Irgendwie habe ich gerade so einen Geschmack drin. Wie wenn ihr beim Haribo-Konfekt da so Lakritz mit erwischt und was anderes. Wenn ich die so probiere, ohne was dazu, merke ich trotzdem eine Schärfe jetzt. Also ganz hinten setzt sich was ab. Man könnte es trotzdem im Prinzip mit einer Schaschlik oder Zigeunersoße oder so gleichsetzen, was ihr auch kaufen könnt von den Schärfen her. Passt also, ist aber trotzdem selbst gemacht. Die süßliche Note sticht heraus, ist auf jeden Fall was Besonderes. Würde jetzt sogar gut zu Nudeln passen. Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich so zum Beispiel mal Spaghetti machen. Pupsi macht ja immer Spaghetti und nimmt aber nur eine Packung von den Spaghetti, aber beide Soßenteile. Und dann haben wir immer eine Packung Nudeln übrig. Jetzt könnte man das, glaube ich, sogar so wie es ist, einfach auf die restlichen Spaghetti geben. Das im Prinzip direkt so wie eine Nudelsoße, die ganze Flasche als Nudelsoße drüber kippen. Bevor das nämlich vergammelt, muss man das ja verbrauchen. Dann könnte man das direkt so als Dip oder auch als Dip für Tortillas oder irgendwas. Ist das bestimmt auch eine feine Sache. Als nächstes haben wir aber die fruchtig scharfe. Das müsste jetzt also heftiger sein. Bin ich mal gespannt, was das macht. Und alles vollgesaut natürlich. Ach, ich schmier's einfach auch an die Hose und ans T-Shirt überall hin. Die riecht auf jeden Fall schärfer. Die wirkt bestimmt. Wir schneiden uns wieder hier was ab. Dann gehen wir wieder in die Soße rein. Ist genauso flüssig wie die erste. Schieben das rum. Interessant, interessant. Erinnert mich jetzt beim ersten Probieren irgendwie ein bisschen an Tabasco, weil irgendwie so eine Essigschärfe da ist. Also gerade Tabasco, wisst ihr ja, Tabasco esst ihr, dann habt ihr in erster Linie im Prinzip fast so einen Essiggeschmack und dann kommt Schärfe hinterher. Das erinnert mich ein bisschen jetzt wirklich rein an Tabasco, wenn ihr euch Tabasco irgendwo drauf macht.
Und vielleicht aus den gleichen Chilis oder den gleichen Sachen, wie wenn man Tabasco macht. Also wir haben eine Schaschlik-Soße. Wir haben einmal Tabasco, was schärfer ist als die Schaschlik-Soße. Aber wir haben immer noch die Knobi und Chili extra scharf. Und die müsst ihr jetzt vielleicht richtig reinhauen. Wenn wir von Schaschlik zu Tabasco kommen, kommen wir vielleicht jetzt zu Carolina Reaper. Nein, zu irgendwas anderem. Mach mal auch auf. Ich muss mich nämlich beeilen. Es ist nicht mehr so viel Akku auf der Kamera. Die riecht auf jeden Fall richtig. Also wie dieses Stechende, was hier jetzt bei dem war, wo ich gesagt habe, das ist so wie Essig, dass das so sticht. Da habe ich das hier, aber das wird das... Ich weiß nicht, wie es heißt, dieser Stoff in den Chilis sein eben, der dann so raussticht, der für die Schärfe zuständig ist. Wir labern nicht viel. Wir schneiden mal was ab. Wir probieren jetzt mal die. Die sieht auch dunkler aus als die anderen. Die wirkt auch etwas fester. Also die anderen waren eher flüssiger. Die wirkt etwas fester. Okay. Probieren mal. Hat für mich immer noch eine Tabasco-Note irgendwo. Der Grundansatz ist da. Ihr merkt aber auch im Nachhinein, wie dieser Knoblauchgeschmack sich breit macht. Ist also nochmal ein ganz anderes Geschmackserlebnis von Schaschlik zu Tabasco zu Knobi-Sauce. Knobi-Sauce extra hot irgendwas. Ich glaube, ja, das ist die schärfste. Schreckt mich jetzt noch nicht ab, finde ich aber trotzdem richtig angenehm. Ich glaube, die nächste Grillfeier kann kommen, wenn da irgendwie Brädel mit Bratwürste, sonst was, irgendwelches Chicken, Hähnchen hin und her. Kannst du dir auf Döner machen, kannst du dir auf Pizza machen. So oft, wenn ich Döner esse und in irgendwelchen Läden steht immer dabei, die bieten auch Chili-Soße an. Statt Tzatziki, Joghurt oder Spezialsoße bieten die Chili-Soße. Meistens sind die Chili-Soße-Sachen, dann machen die so dünnes, wässriges Tomatenzeug drauf, was eigentlich gar keinen Geschmack hat und eigentlich fast nur wässrig ist. Das würde ich als eine Chili-Soße anbieten. Auch auf einem Döner, wenn ihr da frisch was habt. Zu Burgern wäre das bestimmt richtig geil, so Chili-Burger damit machen. Oder eben auf Döner drauf, auf Pizza drauf, obwohl Pizza schon wieder so krampfig ist, dann lieber Burger. Oder Döner, dass ihr diese frische Komponente mit diesem saftigen, mit dieser Schärfe vereinen könnt, finde ich auf jeden Fall bis jetzt die beste. Aber alle drei haben ihren eigenen Charakter. Alle drei stellen was dar. Vielen, vielen Dank, Amikosi. Die sind wirklich sehr, sehr lecker. Also, wenn du einen eigenen Shop aufmachst und da Chilis anbietest, würde ich da sogar bestellen. Also, ich bin immer gern für sowas zu haben, für Experimente. Wenn die also leer sind, ich würde mich, glaube ich, bei dir nochmal melden, würde nochmal nachfragen, zur Not kaufe ich einfach bei dir ein, weil die so lecker sind, finde ich auf jeden Fall genial, guckt euch das nochmal an. Werde Pupsi nachher auch mal was davon probieren lassen, hat ja eh gesagt, da müssen wir nächste Woche halt mal grillen oder irgendwas, da wird sie spätestens auch probieren. Ich finde die auf jeden Fall genial, fruchtig, mild, scharf, extra scharf, Knoblauch, alles dabei, sehr cool und sehr abwechslungsreich, drei schöne, leckere Soßen, die man auch so zu Nudeln, Arabiata-Style, alles mäßige. Ich werde mir demnächst auch mal noch einen Döner holen. Werde das auf dem Döner probieren. Also, Dankeschön für die Soßen. Wirklich sau cool. Ehrt mich wirklich, dass du da extra Soßen da angefertigt hast, um mir da eine Freude zu machen. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Der Adi kommt nämlich hier an. Adi, das ist, glaube ich, nichts. Da ist nämlich Soße drauf. Guck, willst du mal probieren? Adi, das geht nicht. Adi, tu es nicht. Wie der Zahn halt rausguckt. Und merkst du jetzt was? Nee, gell? Adi lässt sich aber nicht abschrecken. Jetzt schlägt der da unten dran rum. Alles wird gut, alles wird gut. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.